For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Wie ihr hier an dem hübschen Tierchen erkennen könnt, bin ich nicht in Deutschland, sondern ich bin gerade mal wieder in Afrika. Wir machen heute wieder eine schöne Afrika-Folge. Allerdings bin ich hier nicht irgendwo bei irgendwelchen Beduinen oder sonstiges, sondern ich bin in Togo. Hier das hübsche Dromedar hier, kommt ursprünglich aus Niger, kriegt hier in Togo auf der Reptilienfarm von der Madame José Sambo ihr sein Gnadenbrot, hat jemand aus Niger hierher gebracht, weil es keiner mehr haben wollte. Deswegen kriegt er hier sein Gnadenbrot. Ein ganz lieber, hübscher Kerl, deswegen wollte ich ihn euch hier zeigen. Aber er ist nicht das Thema der heutigen Folge. Wir werden wieder eine Afrika-Folge machen. Ich werde euch hier in Afrika Tiere versuchen zu zeigen in der Natur. Wir werden in den Busch gehen, wir probieren Ottern zu fangen, Puffottern und noch ein paar andere Sachen. Hoffen wir, dass wir was erwischen. Also herzlich willkommen in Westafrika. Jetzt sind wir anderthalb Stunden nördlich von Lomé in Togo. Wir sind hier so landwirtschaftliches Gebiet. Ihr seht es hinter mir, das sind so landwirtschaftliche Felder, was wir hier haben. Das kennt ihr schon aus den anderen Afrika-Folgen. Spielt sich eigentlich immer so ein bisschen auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen ab. Hier sind einfach die Reptilien, ne? Hier sind die Mäuse, die Nagetiere und die Reptilien folgen denen. Also hier ist es am glückversprechendsten, was zu finden. Unser Schwerpunkt sollen die Puffottern hier sein. Es gäbe hier recht viele Puffottern. Allerdings um die Jahreszeit schwieriger zu finden, weil die Regenzeit schon begonnen hat. Dann sind die ziemlich tief verkrochen. Hoffen wir, dass wir da Glück haben. Dann ist das hier Pandinus-Gebiet, Pandinus Imperator, ne, wie wir schon vor ein paar Jahren auch schon mal hier gesucht und gefunden haben. Die Steppenwarane gibt es hier, Varanus exanthematicus. Kobras gibt es hier. Königspythons gibt es hier ebenfalls, also vielversprechendes Gebiet. Jetzt schauen wir, dass wir was finden. Unsere Trapper haben uns gerufen, wir sollen da rüberkommen. Gerade mal zum hier nochmal zeigen. Also es ist so dieser typische rote Sand-Erde-Boden, wie wir schon mal bei den Pandinus hatten. Nach meinem Empfinden hier in Togo alles ein wenig rötlicher. In Ghana ist das Ganze eher ein wenig so braun. Es ist so oberflächlich, ist schon heiß und trocken, aber man merkt, dass es in sich drin eher feucht ist. Hier haben wir einer von unseren Trappern. Comment est-ce que tu dis? Tu nom? Votre nom? Ado. Ado. Also das ist der Ado. Er zeigt uns. This one is a viper hole. Okay, also hier in diesen Löchern leben die Vipern wohl. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann. Also da unten im Gras, in dem feuchten Boden. Oh, ja, Monate nur. Jo. Can he see if something inside? Can he see from outside if snake is inside or not? Ja, leke mi ona minyana bena etale mene mi kpo doa se ko. Ah, ni mi kpo doa mi kpo na ivi ni a ivi trasi mi na doa jikwa. So you name it. Okay, he said when they come to the hole, they see they have the sign on the sand, who show that the snake passed there. Ja, also das, was wir schon mal hatten, wenn man sieht an den Eingängen, wenn die irgendwie ein bisschen so frei gekrochen sind sozusagen, dann meinen die, wäre was drin. Okay.
It's only the sign, the fan on the sound who let us know that they have a snake on it. Oh. I think it's the instinct they have, because me, when I'm seeing the hole, I'm not seeing anything, but yeah. they know. Also er meint, aber die Trapper, die kennen sich da aus. So now we have to dig this hole, oder? Okay, now they will begin to dig. Okay, also jetzt müssen wir das Ding aufgraben. How they know what is inside, if it's ball python or viper or what? Okay, he said when they know that they have a sign on the sand, they know that there are a snake on it, but they don't know which snake it was in it. They begin to dig the hole. Okay. When they dig, they reach the snake before they know exactly which. Okay, snake. So maybe now we have ball python or we have something else. They don't know exactly. Okay. Okay, die haben jetzt gerade erklärt, dass man vor allem auch Eingang und Ausgang beobachten muss, also dass diese Höhlen in der Regel irgendwo reingehen, aber auch irgendwo wieder rausgehen. Ich zeige euch jetzt mal den anderen Kollegen da hinten. Der steht wohl hinten, wo der Ausgang war. Sonst kann es passieren, wir graben hier. Wir graben am Eingang und die Schlange haut hinten ab und die ganze Sache war umsonst. Messen wir mal noch die Temperatur hier. Also gefühlt haben wir hier 50 Grad. Messen wir den Boden. Also der Boden selber 33,5 hier, wenn ich hier ganz runter gehe. Ja, zwischen 33 und 35 Grad der Boden. Es ist wirklich knalle heiß, wobei es ist auch, also wir sind hier in der prallen Sonne, kann man nachvollziehen. Das Loch wird immer länger, beziehungsweise der Gang wird immer länger. Also wir haben hier vorne angefangen. Jetzt ist der arme Kerl schon mittlerweile ganz da hinten. Ah, okay. Okay, wir werden erfolgreich. Also, and it's a puff otter, not? Huh? It's puff otter. It's puff otter, not? Ja? Also tatsächlich eine puff otter. Also ihr habt schon einige Afrika-Trips mitgemacht und jetzt haut sie noch weiter ab. Okay, jetzt macht er hier zu, die eine Seite, und fängt von drüben an. To the others, yeah, I see, yeah. Also die macht da ordentlich Krach. Ah, let me hear the noise. He's around. Okay, also, wir hören hier die,
Die macht richtig Rabatz da drin. Be careful with the machete, not to harm the snake also. Okay. Ein ordentlicher Brocken. Okay, ja, man hat ihm gesagt, er soll einen Sack bringen. Jetzt bringt er meinen Rucksack statt einen normalen Sack. Okay. Also, da haben wir schon einen ordentlichen Brocken erwischt. Okay, one teeth break here. Is one teeth who break out? That one? One teeth break, huh? Sir, please don't put your finger inside. Also, die hat sich ein Zahn abgebrochen. Okay, jetzt ist er runtergefallen. And you say it's female, yeah? Yes. Pourquoi ça ferme? Grossesse mère. Small tail. Aha. Okay. He said that the female, the tail is not is very short. Aha. Also also die sehen so am Schwänzchen die Weibchen kurzes Schwänzchen und die Männer einen langen. Okay. He said that the male is quite long than the female. The male is more long. Le mâle est plus long que le female. Le female est plus petit. Oui? Ah, okay. Also Männer werden länger wie die Weibchen, sagen sie. Weiß ich nicht, ob das unsere Giftschlangenhalter auch so sehen in Deutschland. Über die meisten Reptilien ist sie andersrum. Oder die meisten Schlangen. Da ist der Zahn vorher runtergefallen. Ah, guck, da hat er den Zahn. Zahn rausgefallen hier. Okay. Denke ich, sollte man aufpassen, dass man sich den jetzt nicht in den Fuß reinpiekst. Okay. Also da kommt sie ins Tütchen. And the people from the farm here, they are happy if these people come and catch the snake or not? He said for the viper, so the viper is one of the snakes, when they catch them, most of the person who is around was happy because they know that they remove one dangerous Snake ja, also die Farmer sind natürlich in dem Fall froh. Also wenn jetzt, wir werden sicher wieder Zuschauer haben, ihr habt auch recht, das arme Tierchen sollte ruhig in ihrem Loch bleiben und da schön leben. Aber das ist hier ein Ackerbaufeld. Guckt hier die Jungs, das ist der Farmer-Nachwuchs hier. Und die sind natürlich froh, wenn die Schlangen hier weg sind vom Feld. Die Fälle Farming ist sie. Oui. Also das sind die wie gesagt, der Nachwuchs, der Bauernnachwuchs. Also die hier gehören zu unserem Trupp hier, was ihr hier rumstehen seht. Hier der Nono mit meinem Rucksack, nee, mit seinem Rucksack. Das sind unsere Leute. Und das hier sind die Jungs, die hier das Feld bestellen. So, die gewohnte Situation. Die Trapper marschieren vorne raus, wir marschieren hinterher.
für mich eine gute Gelegenheit, meinen Trupp hier vorzustellen. Er hier in Schwarz ist der Nono, ist von der Chaussee Sambo. Ich würde sagen, sowas wie der Farmmanager. Hier haben wir einen Edmond Sambo, der Sohn der Chefin. Er ist schon der mir das alles hier ermöglicht und diese Trips arrangiert. Okay, also hier Pandinus-Höhle haben wir hier. Okay, also die sieht hier so die kleinen, die Ringe von den Millipeds, ne, von den Tausendfüßern, die Schale sozusagen. Und das sagt denen, dass diese Höhle eine Pandinus-Höhle ist, weil die Pandinus wohl diese Millipeds essen. Ist für uns natürlich ein zu teures Futter, aber interessant zu wissen, dass die das fressen. Okay. Also ist nicht ganz sicher, dass jede Höhle voll mit Skorpion ist. Manchmal hauen die auch vorher ab. Okay, Type Ouvrier. Die Frage, ob es in diesen kleinen Löchern auch in den Skorpionhöhlen eigentlich eine Schlange geben kann, sagen sie in der Regel nein, beziehungsweise wenn, dann diese kleinen, die Grasnattern. Da haben wir avec le bébé, ja? Also da haben wir Pandinus mit Nachwuchs. Okay. Die Leute hier, oder der kleine, der Bauernjunge, der hat es uns auch nochmal bestätigt, die haben echt ernsthaft Schiss vor den Tieren. Die sagen, wenn der sticht, dann ist das richtig schlimm und was Schlimmes. Also deswegen wollen die auch keine Skorpione auf ihrer Farm. Ne? Da wäre ein bisschen Aufklärung vielleicht ganz gut. Jetzt machen wir nochmal unseren Temperaturtest. Okay, also hier im Dickicht, im Schatten, 34 Grad. Skorpionhöhle. Hier im Boden hat es immer noch 32,9, ne? Also der aufgegrabene Boden jetzt. Merkt man, wenn man den anlangt, der ist überhaupt nicht kalt oder irgendwas. 32 Grad. Also wie gesagt, gefühlte 40 und gemessene im Boden 32, 33, im Schatten 35. Finde ich interessante Tatsache auch für die Terrarianer. Wir haben es vielleicht doch manchmal, also zumindest manchmal ist doch wenn kalt bei uns in den Terrarien, denke ich. Also der Edmond hat gerade übersetzt, wenn die großen Skorpione einfangen, wenn sie die großen Skorpione mitnehmen, lassen sie die Babys da. Der Edmond hat gemeint, ja die Babys werden ja dann sterben von den Skorpionen. Die sagen, nee, die Kleinen, die brauchen ihre Mutter eh nicht. Und die lassen sie da einfach für die Zukunft oder damit sie beim nächsten Mal auch wieder welche finden. Also nehmen in der Regel dann nur die Muttertiere mit, die Adulten. Okay, also die Farmer, wenn sie so einen Skorpion finden auf dem Feld, wenn die sehen, die, egal, Männer, Frauen, die hören auf mit Arbeiten, gehen nach Hause und dann muss erstmal das Skorpion gefangen werden. Also die haben echt ernsthaft Schiss, selbst vor den Skorpionen hier. Interessant. Wenn wir uns an die Mamba-Folge erinnern, da waren ja die Mambas auf der Farm. Die Leute auf der Farm, die hatten nicht mal Angst vor den Mambas. Die haben gesagt, na mein Gott, die sind in den Bäumen, die machen nichts, die hauen ab. Kein Problem. Und hier haben sie sogar von den Pandinus, haben sie Angst, die uns schaffen auf. Nicht schlecht. Hier haben wir wieder eine Höhle entdeckt. Aber die sagen, das ist einfach ein Mäuserattenloch. Also hier wäre nichts drin, brauchen wir gar nicht aufgraben, nur ein... Also Suri, das sind eigentlich die Mäuse, gell? Ein Mäuseloch, sagen sie. So, hier könnt ihr mal die Landschaft sehen. Wie gesagt, Farmgebiet. Aber wenn es für unsere Augen zum Teil nicht so aussieht, ein wildes Durcheinander. Aber hier wird ganz moderne Mischkultur betrieben.
Hier die kleinen Dinger mit diesen rauen Stielen, das ist Cassava hier. Da wird das traditionelle Fufu draus gemacht. Dann haben wir irgendwelche, es könnten eigentlich Paprika oder Chili sein zwischendrin vielleicht, so mit den roten Früchten. Dann haben wir ein paar Palmen. Is what palm tree? Is oil palm or? Yes, is oil palm. Oil, also Ölpalmen zwischendrin. Wenn er nochmal ein bisschen auf den Boden achtet, also schon ein recht trockener, sandiger Boden. Ich betone nochmal, das Ganze hier ist auch Königspython-Gebiet, um eine Vorstellung davon zu geben. Wobei, also sandig nicht gleich, also nicht im Sinne von Wüstensand, sondern es ist einfach ein sandiger Boden, der aber in sich drin, also sobald man ein Stückchen reingräbt, schon feucht ist. Ne? Man sieht es natürlich auch an der Vegetation. Wäre der so knochentrocken wie in der Wüste, dann könnte da nicht hier alles wild wachsen. Jetzt hier links von uns das Feld, man sieht es, es ist abgebrannt worden. Nach dem Ernten tun die das dann wohl abbrennen. Ne? Irgendwas gibt es zu diskutieren? Maybe want to show you one of the thing who happened. They said that sometime when they come, they find the snake who was the one part is in the hole, one part is outer the outside the hole and waiting to take the sun. Okay. Yes. Ah, okay. 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 Also die saß. So where you find where it was here in the. This is the hole who was there. Here. Yes. Okay, also die sitzen, manchmal sitzen die mit einem Teil im Bau und ein Teil vom Körper ist außerhalb. Ey. Okay, also wir haben einen wirklich vielversprechenden Tag hier. Muss hier bloß mit meiner Kamera aufpassen, dass ich nicht hier hinterher da und der noch aufs Schwänzchen dreht. Vor lauter angestrengtem Filmen. Also für mich sieht sie genau gleich aus wie die vorhin. Aber die vorhin hat der Kollege hier in seinem Beutel noch drin. Nicht, dass sie mich hier verarschen und sich die Zeit sparen wollen. Also ich glaube, ich muss nachher den Beweis antreten, dass wir, oder die müssen den Beweis antreten, dass wir beide Schlangen gleichzeitig zeigen. Nicht, dass die mir hier die gleiche ein zweites Mal auftischen wollen. Wie gesagt, weil sie sich dann, wir werden so an dem fehlenden Zahn, werden wir es dann sehen. Okay, also eine andere Methode, Schlangen zu fangen, sagen sie. Okay, also er hat jetzt so einen V-förmigen Stock. Hey. Okay, also sie wollen mir zeigen, wie sie das mit so einem V-förmigen Stock machen. Aber ich glaube, don't take any risk. Okay, ja, hier. Der haben wir hier nicht in irgendeinem TV-Sinn. Okay. Mais c'est pas le même qu'avant, non. C'est d'autres.
Also ist nicht die gleiche. Blutet gleich wegen da drin. Okay, die wollen mir jetzt zeigen, dass die beide Zähnchen hat. Ja, okay, c'est bon. Okay, genau, also der und l'autre aussi. Ja. Ja, da ist der zweite. Okay. Also, der Beweis, dass die mir nicht das gleiche Tier nochmal vorlegen. Ça, c'est aussi female. Okay, très bon. Also, liebe Reptil-TV-Gemeinde, ich weise nochmal darauf hin, die Art, mit den Tieren umzugehen, die zu fangen, entspricht nicht ganz unseren Terrianer-Vorstellungen. Das Tier leidet, denke ich, schon ein bisschen bei der Vorgehensweise. Wie gesagt, nochmal als Entschuldigung, wir sind hier auf dem, also es wäre wie wenn bei uns auf einem Bauer hier so eine 1,5 Meter absolut tödliche Schlange sich da irgendwo auf dem Feld aufhält. Also jeder Bauer in Deutschland wäre natürlich auch mehr wie froh, wenn das Tier wegkommt. Ja, wir sprechen jetzt eben nicht von so einer kleinen Kreuzotter oder Aspisviper oder irgendwas, sondern wirklich ein absolut tödliches Tier mit 3 Zentimeter langen Giftzähnen. Das muss man gleich wegen berücksichtigen, vielleicht bei der Vorgehensweise. Ça c'est d'autres sacs oder les deux sont dans la même sac? Non, ein Sack. Okay, also jedes Tier ist in einem extra Sack. Okay. Ah, da drüben liegt der andere Sack. Nee, ich wollte nur wissen, ob die alle in einen Sack. À la même sac, c'est pas possible. Il veut va à mourir. He said that he can put 2 or 3 in the same bag because they don't hurt themselves. Okay. That is not any problem. It's possible, yeah? Okay. Yeah. Also die, zum Teil können sie auch 2, 3 in einen Sack machen. Ja, kein Problem. Okay, merci bien. Okay, also sie haben hier Stahlkappenschuhe an, ganz bewusst. Ich habe noch nie Stahlkappenschuhe gesehen mit so einem Muster drauf. Das ist sensationell, diese. Ich weiß ja nicht, ob es Stahlkappen oder Plastikkappen sind. Doch. Also tatsächlich. Da können sich unsere deutschen Arbeiter mal eine Scheibe abschneiden. Das sind mal ein paar modische Stahlkappenschuhe mit Verzierung drauf. Nicht schlecht. Ah, und hier hört man sie durch den Sack schnaufen. So, also so viel zum Puffottern fangen. Wir schauen jetzt mal weiter. Ich denke, Puffottern haben wir definitiv mit 2 Stück unser Soll erfüllt. Mal schauen, ob wir noch irgendwas anderes Tolles hier auftun. Komm, jetzt kannst du ja noch leer machen. Wie lange ist Gelaber nochmal?